Hallo Bastler, hallo Weber, in nah und fern. Ich begrüße euch aus gegebenen Anlass, aufgrund eines Besitzerwechsels, wollte ich euch heute einmal zeigen, wie man so eine Tube an seinen Atomizer anpasst und für was das so alles ist. Man geht einmal hin und dreht erstmal oben die Cap ab. So, da oben ist der Pluskontakt zum Atomizer. Den dreht man links herum runter. So, seht ihr, dass der unten verschwindet. Dann nimmt man sein Atomizer. Man sollte den mal vielleicht bereitlegen. Dann wäre das einfacher. So. Dazu nehme ich dann den passenden dicken auch dafür. So, dann nimmt man die obere Base oder die Cap von der Tube und dreht sie so drauf. Dann geht man hin mit zwei Fingern und dreht den Pluspol nach oben, dass der Kontakt zum Verdampfer kriegt. Dann kommt das nächste. Dann dreht man die Tube zusammen und jetzt geht man hin und dreht das untere Teil ab. Dann gibt es bei der Tube ein Tool, das zeige ich euch. Das sieht so aus. Ein Stift mit einem Schraubendreher, wo unten bis zur Spitze isoliert ist. Das hat auch einen Grund. Da unten ist eine Schraube. So, ich drehe das mal hier unten ab. Und jetzt kann man hier unten mit dem Tool das oben rausdrehen. So. Ihr seht es, die Schraube wird immer länger oder jetzt andersrum kürzer. So, man dreht es bis ganz unten. So, und dann sieht man die Schraube sogar noch besser. So. Da unten ist der Hammer, der quasi hier drauf stößt. Wenn man hier drückt, dann kommt der nämlich raus, der Kontakt. So, und jetzt nimmt man, ich hoffe, sie sind voll, ich glaube aber, seine zwei Akkus, die den dementsprechenden Strom aushalten, kommt immer darauf an, was ihr oben für eine Wicklung habt. Dann habt ihr jetzt in dem Fall hier zwei Akkus. Ihr habt da also rund gerechnet 8,4 Volt. Ihr nehmt das Oberteil, den Minus zu dem Verdampfer. Dann der nächste genauso. Minus nach oben, plus nach unten. So, und dann schraubt ihr das Ganze zusammen. So, und jetzt hört ihr die Akkus klappern. Dann schrauben wir den da unten drauf. Die Kontakte immer mit einem Silbertuch reinigen. Wenn die Kontakte versilbert sind oder komplett aus Silber,
Aber meistens sind nur die Kontakte versilbert. Und jetzt, ihr hört immer noch das Klappern der Akkus. Jetzt habt ihr diesen Stift. Und wenn der jetzt nicht isoliert wäre, kann es passieren, ihr habt hier am Gehäuse die Masse. Irgendwo ist Kontakt mit Masse. Und ihr würdet jetzt hier mit dem Schraubendreher reingehen, der jetzt nicht isoliert wäre. Dann könnte das funken. Und zwar dann, sobald ihr die Schraube so weit reindreht, dass ihr merkt, ihr habt einen Widerstand. Und dann nur noch mit Daumen und Zeigefinger und nicht die Akkus zusammenquetschen. So, und jetzt merkt ihr, es rappelt nichts mehr im Karton. So, und jetzt liegt Masse 100 Pro am Gehäuse und plus hier unten auf die Schraube. Und wenn ihr dann da eben mit einem unisolierten Tool da unten reingeht oder mit dem Schraubendreher, macht ihr einen Kurzschluss. Und bei vollem Akku, 8,4 Volt und da ein Kurzschluss. Leute, Leute, macht nicht so eine Experimente. Das ist nicht umsonst isoliert. Sollte das mal kaputt gehen hier unten, die Isolation, dann nimmt man sich einfach so ein Stück Schrumpfschlauch, schiebt es rüber, macht mit dem Feuerzeug heiß und das war's dann. Ne? So, und jetzt habt ihr eine hundertprozentige Anpassung der Akkus an euren Monster. So, und jetzt kommt es. Der Hammer hier muss innen drin den Kontakt berühren. Und je nachdem, wie weit der reingedreht ist, so wie jetzt hier, da ist er komplett reingedreht und liegt auf der Rändelschraube auf. Könnt ihr drücken, bis der Arzt kommt. Passiert nichts, weil der Hammer von dem Taster berührt nicht den Block von innen. Also dreht man den raus. Ganz minimal, ist nicht viel. Und dann müsste das klappen. Klappt nicht, ja, weil er noch nicht ist. Also machen wir noch mal eine halbe Umdrehung mehr. Und schon dampftet. Heißt, ich möchte den ja auch nicht so irgendwo hinstellen oder in eine Tasche stecken. Und wenn er das so in eine Tasche steckt und ihr habt keine Hose, ihr habt eine Hose ohne Gürtel, dann steht ihr da nämlich mit euren kurzen Höschen plötzlich da. Also egal, wo er die Tube abstellt, wo er die Tube reinstellt, selbst wenn ihr eine Handtasche habt oder ihr fahrt Moped in eurem Caddy. Ganz wichtig, immer dafür sorgen, dass hier in dem Fall der Hammer ganz reingedreht ist, dann gibt keinen Kontakt. Jetzt gehe ich aber mal hin, weil ich habe gerade gemerkt, das war ein bisschen viel Schmackes. Bei dem Widerstand, den ich da oben drin habe. Und jetzt gehe ich einfach hin, nehme den Akku raus, nehme die eine Hülse weg und drehe das Ganze wieder zusammen. Einmal rappeln. Es rappelt, also das Tool nehmen und den Akku anpassen.
Und jetzt passiert nichts. Logisch. Weil der Hammer nicht den Bolzen berührt. Also drehen wir den hier wieder raus. Und dann, ja, noch zu wenig, halbe Umdrehung mehr. Immer noch kein Kontakt, ja, müssen wir noch mal ein bisschen machen. So eine Viertelumdrehung. Klappt immer noch nicht. Dann noch mal eine kleine Umdrehung. Und jetzt kann ich genüsslich dampfen. Nur aufpassen, nicht zu weit drehen, sonst macht das. Und dann fliegt euch der Taster um die Ohren, weil hier drin ist eine kleine Feder mit einem zuzüglichen Magnet. Was dafür sorgt, dass einwandfrei der Taster immer nach hinten gedrückt wird und niemals von alleine feuert, wenn das eingestellt ist. Wenn er natürlich reingedreht ist, dann ist er so weit, dass er sich nicht mehr bewegen kann, auch nicht, wenn er eine Tasche ist. Jetzt kann man natürlich das Ganze auch anders machen, indem ich das jetzt so lasse. Jetzt kann ich ja feuern. Und jetzt drehe ich hier die eine Mutter. Oder Rändelschraube. Drehe ich jetzt nach hinten. Das heißt, der Taster geht nicht mehr. Noch ein bisschen. Und jetzt kann man ihn auch nicht feuern. Das ist, finde ich, irgendwo ein bisschen doppelt gemoppelt. Ja, kann man machen, muss man nicht. Also drehe ich die Rändelmutter nach hinten. So, und macht hier diese Verriegelung nur mit dem Hammer. Ich denke mal, alle, die irgendwann mal an so eine Tube drankommen oder an einen Nachbau, egal wie auch immer, ganz wichtig, keine Akkus drin, erst den Atomizer anpassen an diese Hybridplatte, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann den Pluspol hochdrehen, damit der Kontakt mit dem Plushammer hier oben Kontakt hat. Dann die Akkus da rein, immer Plus nach unten zu diesen Entgasungslöchern. Und wenn ihr euch an diese Regel haltet, wird es euch so eine Tube ein Leben lang danken, weil die hält ewig, da ist keine Elektronik drin. Nur die Regeln beachten. Jetzt in meinem Fall ist das so, dass der Widerstandswert, der hier oben von der Wicklung so tief ist, wenn ich dann hier mit zwei Akkus rumballer, dann ist die Spannung bei 8,4 Volt verdammt hoch und ich knalle hier oben über 100 Watt weg. Was ich überhaupt nicht packe. Das heißt also, mit der Wicklung, die ihr hier oben reinmacht, bestimmt ihr im Verhältnis laut Ohmsche Gesetz mit der Spannung in der Tube eure Leistung. Und wenn ihr dann auf meiner Homepage geht, da könnt ihr dann sehen,
Dann schaut ihr mal, was da so geschrieben steht. Ihr wollt mit 30 Watt dampfen bei so und so viel Volt. Was muss ich für eine Wicklung haben? So, ansonsten habe ich hier jetzt alle Kontakte gereinigt. Mit einem Silbertuch. Habe es jetzt ausprobiert, gezeigt, dass sie funktionuckelt. Und jetzt bauen wir das Schätzchen wieder zusammen. So. Drehe hier oben mein Atomizer runter. Ups. Drehe den Pluspol wieder runter. Wo ist mein Tool? Das ist jetzt weggerollt und liegt irgendwo da. Drehe ich auch den Hammer wieder runter. Weil es können bei den unterschiedlichen Akkus schon mal minimale Unterschiede sein in der Höhe. Ah, jetzt habe ich nie aufgepasst. Jetzt habe ich nämlich den rausgedreht. So kann es auch gehen. So, also kommt mein DD, mein dicker DD, kommt jetzt wieder auf meine Titan. Und hier spielt das jetzt keine Rolle. So, ich habe da 0,4 Ohm drin, also sehr tief. Und habe eine Leistung eingestellt von 25 Watt. Ja. Warum der jetzt nicht dampft, weiß ich auch nicht. Aber so wie das aussieht, meine Akku ist leer. Das funktioniert und ich muss meine Akkus laden. Und jetzt schauen wir mal hier rein, weil da drin rappelt es. Da ich alles so schön sauber gemacht habe, ist das natürlich alles gängig. So kann es gehen. Habe ich das jetzt natürlich hier unten rausgedreht. Mal gucken, ist das da ein bisschen dicker? Drehe ich das mal andersrum. Alles, wenn man dann ein bisschen zu sorgfältig arbeitet und das ist alle zugängig, kann das passieren, dass der schon mal rausfällt. So, ja, so, der ist ja nicht verschraubt, der ist da unten nur reingesteckt. Und wenn man dann zu feste, gerade wenn er leer ist, man drückt mit dem Stift da rein, dann drückt man den natürlich raus. So. Das war's für die kleine Lehrstunde, wie man sich so eine Tube oder ein Atomizer an seine Tube anpasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und ganz wenig Spannung. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg. Bis dann. Bye und viel Spaß.